Wir begrüßen Sie mit etwas Wehmut, denn nach über 400 Sendungen wird das heute der letzte Montagabendsport sein. Im neuen Programmschema gibt es einen längeren Sport am Montag, aber keinen Abendsport mehr am Montag und Donnerstag. Wir haben diesen letzten Abendsport ganz in das Zeichen des Motorsports gestellt, vor allem Vorschau auf die Formel 1. Wir begrüßen im Studio dazu Joe Gardner. Er ist der zweite österreichische Formel 1-Pilot in dieser Saison. Er wird allerdings nur in den europäischen Rennen starten, ist das richtig? Ja, ich werde nur 6 Capris fahren und die werden alle in Europa gefahren. Gerhard Berger wird in der Formel 3 starten, aber ihn drängt es auch in die Formel 1. Ja. Das ist doch das Faszinierendste, nicht? Eigentlich schon, ja. Nun, und diese Formel 1-Saison wird in Jacarepaguá in der Nähe von Rio de Janeiro am Sonntag gestartet. Es ist übrigens die 35. Weltmeisterschaft und es gibt einige Neuerungen. So haben die Turbomotoren, die herkömmlichen Saugmotoren, fast gänzlich verdrängt. Dem fahrerischen Können kommt, glaube ich, dadurch wieder etwas mehr Bedeutung zu. Ja, es gibt fast nur mehr Turbomotoren heuer in der Formel 1 und die große Frage ist jetzt, wie gut sind die guten Turbomotoren und wie schlecht sind die schlechten Turbomotoren und wie kommen alle mit den begrenzten Tankinhalt von 220 Litern über die Runden. Ja, das ist die nächste Neuerung und das wird vor allem ein Problem, glaube ich, für die Turbomotoren sein, denn die brauchen mehr Benzin. Turbomotoren brauchen viel mehr Benzin als die Saugmotoren und bis jetzt weiß, glaube ich, noch keiner so recht, wie welches Team auskommen wird oder wer wird die Grand Prix-Distanz durchfahren und wer wird Probleme bekommen. Die Abschaffung dieser Boxenstopps dient natürlich der Sicherheit der Piloten und natürlich auch der dort Beschäftigten. Allerdings für die Fernsehzuschauer, glaube ich, ist das weniger spektakulär. Es gibt nach wie vor in der Formel 1 den Niki Lauda, den zweimaligen Weltmeister. Er wird als Turbofahrer das gleiche Problem haben, eben mit diesen 220 Liter auszukommen. Er hat aber ein anderes Problem noch. Er hat einen neuen Stallgefährten bekommen, nämlich Alain Prost, sozusagen Konkurrenz im eigenen Haus bekommen. Heinz Brüller war bei den letzten Vorbereitungen auf diese neue Saison dabei. Hier jetzt seine Vorschau. Warten Sie. Ja, es ist der 4. Grand Prix insgesamt in Imola, der Grand Prix von San Marino. Das wird mein erster Einsatz sein in meinem neuen Team bei Osella Alpha. Und ich hoffe, es wird ein guter Einstand für mich in der Formel 1 werden. Bezug nehmend auf diese Vorschau, Sie werden die gleichen Probleme mit den Tanks haben, ganz sicher. Aber die Probleme mit der Konkurrenz im eigenen Lager haben Sie nicht, oder? Ja, auch der erste Fahrer im Team, der Italiener Pier Carlo Ghinzani, wird sicher auch für mich ein Problem sein, weil er mit dem gleichen Auto fährt wie ich. Und ich muss mich einfach zuerst einmal mit ihm an ihm messen und erst dann wahrscheinlich an den anderen. Joe Gardner, Sie sind zuletzt Formel 2 gefahren, haben endlich, glaube ich, einen Sieg dort erreicht, nämlich in Po, sind aber oft aufgefallen durch Ausfälle, durch Motorschaden. Glauben Sie, haben Sie jetzt den richtigen Boliden, um in der Formel 1 mitmischen zu können? Ja, ich habe in der Formel 2 immer mit unterlegenem Material gekämpft, bin immer mit einem eigenen Team gefahren, immer als Privatteam inmitten der Werkteams, habe also sicher nicht immer das optimale Material zur Verfügung gehabt, habe es trotzdem immer geschafft, in den Punkterängen zu fahren, bin natürlich auch durch das schlechte Material bedingt oft ausgefallen. Voriges Jahr den Formel 2 Grand Prix in Po gewonnen. Die Qualifikation war da nicht, oder? Ja, ja, der Alain Ferté hat ein 11 Kilo zu leichtes Auto gehabt. Und das ist also auf einer Strecke wie Po eine Sekunde pro Runde, also das war sicher gerechtfertigt. Aber Ihrem neuen Auto geht auch nicht der beste Ruf voraus. Im Vorjahr kaum qualifiziert und auch ganz selten dann ins Ziel gekommen. Ja, am Ende der letzten Saison habe ich mir überlegt, wie es weitergehen wird. Ich habe gesagt, es gibt keine Chance, in diese Turbo Formel 1 einzusteigen. Für mich ist die Formel 2 das Maximum und ich werde versuchen, in einem Formel 2 Werksteam unterzukommen. Es haben sich dann doch Wege gezeigt, wie man Formel 1 fahren könnte. Und ich kann es mir nicht leisten, in meiner Position, glaube ich, so wie andere, ein Formel 1 Angebot auszuschlagen, egal woher es kommt. Sie wollten ja schon öfters einsteigen. Ich erinnere mich auch in Zeltweg einmal, haben dann aber verzichtet, weil Sie gesagt haben, nicht konkurrenzfähig mit dem Auto.
Nein, das war nicht der Grund. Ich habe versucht, voriges Jahr mit dem ATS beim Grand Prix von Zeltweg zu fahren. Und da hat es einfach zu lange Verzögerungen seitens des Teams gegeben. Die haben sich nicht entscheiden können, ob sie ein zweites Auto einsetzen wollen oder nicht. Und darum ist es nichts geworden. Sie haben da bei dem Film ein paar Mal geschmunzelt, als es um die Rivalität zwischen Alain Prost und Niki Lauda ging. Wann kommt es Ihrer Meinung nach zum ersten Krach? Ja, die Fetzen fliegen dort sicher. Die Frage ist nur wann. Es ist irrsinnig schwierig, über diese neue Saison eine Aussage zu machen. Es wird sehr, sehr spannend werden, weil alle nicht mit neuem Material, aber durch den neuen Benzin, durch die neue Benzinverbrauchsregelung, kann man überhaupt nicht sagen, wie es weitergehen wird. Und alle Zuschauer können sich freuen auf die kommende Formel-1-Saison. Obwohl dort immer die Fetzen fliegen, meistens oder öfters leider auch die Metallteile, zieht es doch alle in diese Formel 1, auch Gerhard Berger, den Tiroler, der derzeit Formel 3 fährt. Auch Sie haben ein neues Auto, glaube ich. Ja, ich habe im italienischen Team Trivelato ein funkelnagelneues Auto bekommen und werde mit dem die Formel 3 Europameisterschaft bestreiten. Und warum das große Ziel Formel 1? Naja, der Motorsport fasziniert mich und die höchste Klasse im Motorsport, im Automobilrennsport, ist eben die Formel 1 und darum arbeitet jeder auf die Formel 1 hin. In letzter Zeit sind viele Formel-1-Piloten direkt aus der Formel 3 in den Formel-1-Sport gekommen. Sie wollen auch diesen Weg gehen, nicht? Ja, ich glaube, man kann da zwei verschiedene Wege gehen. Das ist einmal über die Formel 2 und einmal über die Formel 3. Wobei ich mich entschieden habe, in der Formel 3 noch zu bleiben, zu schauen, ob ich da das beste Material bekomme, und ganz vorne mitzufahren. Und was braucht man denn für diese A-Lizenz? Ich muss innerhalb von 24 Monaten 10-mal unter den ersten 5 sein. Und wie viel haben Sie davon schon? 5-mal. Also ich brauche ja noch 5 Rennen unter den ersten 5. Und das ist zu schaffen? Ja, ich glaube, das ist kein größeres Problem sein wird. Wenn einer ein Neuling ist, dann fragt man immer Vorbilder. Ist Niki Lauda das große Vorbild des Gerhard Berger? Ja, ich habe eigentlich kein richtiges Vorbild gehabt oder habe auch jetzt keines. Sicher Niki Lauda ist für mich ein sehr guter Autorennfahrer und ich glaube auch Jochen Rindt, das ist das gleiche und eigentlich direktes Vorbild habe ich sicher. Am besten, man schaut sich von jedem das Beste ab. Das Beste ab, ja. Und was gibt es da so in der Formel 1 zum Abschauen bei den Fahrern? Von welchem Fahrer wollen Sie dieses bisschen, um ein wirklich guter Formel 1 Pilot zu werden? Ja, ich glaube einfach, dass die Formel 1 Piloten in der Formel 1 die besten Fahrer sind, die es gibt. Also das sieht man daran, dass sie eben dort fahren. Ich glaube, dass da jeder die Qualitäten hat, von denen man ein bisschen abschauen muss, um dorthin zu kommen. Ihr Saisonziel heuer? Ja, in der Formel 3 Europameisterschaft vorne dabei zu sein. Vielleicht Formel 3 Europameister zu werden. Das wird sicher ziemlich schwierig werden. Das zweite Ziel ist, in der Turnwagen-Europameisterschaft zu schauen, dass ich auch vorne dabei bin und eben bei BMW einen guten Eindruck zu hinterlassen, um dort ein bisschen Hilfe für den Weg in die Formel 1 zu bekommen. Nicht alle Zuschauer werden genau den Unterschied erkennen zwischen Formel 1 und Formel 3. Was ist hier der wesentliche Unterschied und worin unterscheidet sich die Formel 3 noch von der Formel 2? Ja, das sind schon wesentliche Unterschiede, und zwar einmal von der Motorenseite her. Ein Formel 3 Motor hat 3 Liter Saugmotor oder 1500 Turbo Motor, wobei der Formel 3 und der Formel 2 2 Liter Motor hat. Der Formel 2 hat einen 2 Liter Einspritzer Motor, der eben offen ist, das heißt genügend Luft für die Funktion bekommt. Und der Formel 3 Motor ist limitiert, vom Luftansaug her limitiert, von 24 mm, also in irgendeiner Art gedrosselt und leistet daher auch nicht so viel als ein Formel 2 oder Formel 1 Motor. Und der ehemalige Formel 2 Pilot Joe Gardner, was setzt er sich als Saisonziel? Nur einmal ankommen in einem Grand Prix oder eine bestimmte Platzierung? Ehemaliger Formel 2 Pilot, stimmt nicht ganz. Ich werde auch heuer ein paar Formel 2 Rennen fahren. 6 Grand Prix Rennen sind für einen Rennfahrer sicher nicht genug für die ganze Saison. Ich habe aber viele Testkilometer zugesagt bekommen, ich werde sehr viel Formel 1 testen. 1000 vor Imola und dann noch einige, also nur 1000 bis zu meinem ersten Grand Prix. Vorgenommen habe ich mir für diese erste Formel 1 Saison ganz einfach regelmäßig qualifizieren. Das sollte mit dem Turbomotor möglich sein.
Wie es dann mit dem Benzinverbrauch und mit dem Ankommen ausschaut, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Alpha arbeitet zurzeit an einer elektronischen Einspritzung, die, glaube ich, unbedingt notwendig sein wird. Leistung hat der Motor zwar genug, aber Benzinverbrauch ist sicher noch ein Problem, wird sich aber jetzt in Rio und in Kiolami zeigen. Beim Sie werden schon Insani. Mit Erfahrung in Ihr erstes Rennen in diese Richtung gehen. Zum Abschluss noch ein kleiner Beitrag in